wir haben es geschafft. Aber ich bin sehr krank. Ich bin krank müde. Ich habe Migräne, ich habe Kopfschmerzen, mir geht es aber beschissen. Mach mal ein. Wir haben hier zum Glück noch Salz zum Salzen. Die Bewegung kennst du, oder Michi? So, Michi, besteht so eine Lebensmittelvergiftung? Was war mit dem Ei, Michi? Ja, ich glaube, da hat er nicht. Wir haben uns jetzt einen Ball besorgt. Check mal, der ist krass. Hüpf mal mit dem Ball. Warte, ich muss mit dem Ball hüpfen. Ja, okay. Okay, okay. Okay, was war das? Was war das gerade? Zitrone ohne Gesicht verziehen. Einmal lächeln. Einmal lächeln. So, also wenn wir besoffen sind, finden wir nie wieder aufs Zimmer, aber wir können draußen pennen. Das ist wirklich am letzten Eck hier bei uns im Hotel. Wir haben jetzt nicht auch reingeschaut, unsere Koffer stehen hier gerade noch draußen. First impression. Wir lassen unsere Koffer draußen. Warte, lass den Koffer draußen. Okay, ist das recht? Es riecht nach Klo. Boah, es stinkt wie Sau. Es ist so ein Doppelbett. Ja, das können wir auseinanderschieben, aber ich schlafe. Alles prima. Ich schlafe natürlich auch gerne auf dir, ist kein Ding, Michi. Bad ist immer wichtig, Michi. Mach mal Licht an. Ja, du kein Licht haben im Auto. Ja, fügen kann man da drin nicht, aber ist okay. Michi, mach mal jetzt einen Viscabasa-Bettsprung. Das ist ja so ekelhaft. Das ist so ekelhaft. Fass mich mal an, Alter, fass mal meinen Arm. Ja, okay, wir holen den Bettsprung nach. Uno, dos, tres, cuatro. Oh. Aua! Irgendwas hart ist in meinem Po. Mach mal Vorhang kurz weg. Wir müssen auch representen, das wisst ihr. So. Ja. Und Michi. Für die Gains. Mir ist schlecht. So, Michi, typisches Prozedere. So wie immer. Oh, fuck, war der reingeschissen. Scheiße. Ey, darf ich mal? Ah, 600. Oh! Der geht hoch! 653, Digga! Es hat nicht so gut geklappt. Heute werden wir es echt nicht machen. Es ist echt, jedes Mal bereue ich es. Ich hab Bock auf die Scheiße. Mir ist gerade zu übel. Ich spiel mein Ständchen, Michi, singst du? Wir gehen jetzt zum Waschsalon, wir haben ein bisschen Wäsche gesammelt. Innerhalb eines Tages ein bisschen Wäsche gesammelt. Man muss hier irgendwie dreimal Outfits wechseln, weil die einfach so nach zwei Stunden komplett nass sind. Ja,
Okay, das kann ich nicht so lassen. Der Schleudergang hat gut reingekickt. Also wirklich, man läuft in Lorette mal einfach 500 Meter an der Küste weiter und es ist einfach bildhübsch hier. Und Action! Heute zeige ich euch, wie ich diesen coolen Berg hier runterfahre. Nur mit einem Pennyboard und einer Mandarine. Und Crocs an. Und runter geht die Fahrt. Soll ich das abnehmen? Klebt, klappt. Michi, wir waren in der Kletter-AG, das müssen wir hinkriegen. Du willst eigentlich auf diese Insel darüber. Und ich habe halt auch noch so ein perfektes Pennyboard gemacht. Das ist echt schön hier. Jetzt gehe ich runter und bade. Jetzt geht's baden! Moin Leute. Also, ich war gerade duschen. Mein Kollege drüben ist reingepennt. Schnarch ich wie so ein kleines Kind. Du wirst mal zuhören. Ich will euch alle hier dabei sehen, okay? Wir haben 9 Uhr, wir gehen jetzt zum Katamaran fahren. Ich hab so übel Bock rein zu jumpen. Also auf geht's! Yeah. Lebst du noch? Ja. Wir sind in Barcelona. Barça. Wir schauen uns erstmal diese Kirche an. La Familia. Die heißt irgendwas mit Familia. Weil wenn man hier ist, muss man sich die auch mindestens einmal angeschaut haben. Was ist das hier? Und sonst haben wir eigentlich gar keinen Plan, was wir hier machen wollen. Ein chilliges Eis in einer süßen Gasse. Mehr brauche ich nicht im Leben, Michi. Ich finde diese Gasse so wunderschön. Wie da einfach so die Balkone sind mit diesen Pflanzen drauf. Oh, das ist halt schon ein Vibe, ey. Hör mal, diese Touris hier. Michi, du Touri! Touris sind die wichtigsten Menschen dieses Planeten. Sie bringen das ganze Geld. Also, wir haben es zu der Kirche geschafft. Kirche, die man, wenn man in Barcelona ist, gesehen haben muss. Und das ist schon prunkvolles Bauwerk. Also ich bin so am Schwitzen. Ich bin so am Schwitzen. Ohne Witz, mein Koffer, der ist so kaputt. Ich hatte den einfach voll aufgerissen. Der ist überfüllt. Von so einer Jute-Beuteltasche haben wir jetzt einfach die Fäden weggenommen hier. Und jetzt wird das Ding zugebunden. Mal gucken, ob der Busfahrer da Bock drauf hat. Stell mal auf. Wie neu? Das gute Ding sieht jetzt so aus. Das sind nur ein paar wertvolle Dinge drin, die jetzt hier rausliegen können. Nur ein paar. Let's go. Und ich komme zu dem Urlaub. Vamos a la playa. Wir tun alles, dass hier keiner mehr hinsitzt. Wir fallen jetzt nur nach Kalea, laden da ein paar Leute ein. Und ja,
Ich dachte, dass wirklich keiner einsteigt, ne? Das ist wichtig. Da haben wir erstmal den Sitz ein bisschen präpariert. Aber es war aus der Seen. So ganz aus der Seen. Es war aus der Seen, gell. Oh, oh, scheiße. Ja, es war, also es ist auch kein Wasser, es ist Pisse. Es war der Arschwasser. Ja, genau, richtig.